Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Democracy 4 Beta mittlerweile Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wir hätten eine Cryptocurrency Taxation, wenig Gewinnmarge, was wir an Einkommen generieren können dort. Wir hätten auch noch Universitätsabschlusssteuer. Finde ich insofern nicht so schlecht, weil wir gleichzeitig unsere Förderung für Studien oder für Studierende extrem weit oben haben. Da wäre jetzt nur die Frage bei der Graduate Tax, ob das irgendwie einkommensabhängig dann ist. Nee, es ist nicht, steht im Text drin, diese Steuer ist alleine darauf, auf der Tatsache, wenn jemand einen Universitätsabschluss macht. Und das ist dann ein Weg, damit die Kosten für diese Universitätsausbildung wieder zurück ins System fließen können. Also ich könnte mir das vorstellen, glaube aber, dass uns das langfristig nicht viel bringt. Also wir sind sehr weit weg von langfristig, hätte ich jetzt gesagt. Also um mal so zwischendurch ein bisschen Geld zu generieren, kann ich mir das schon gut vorstellen. Wobei dann schon eher die Frage wäre, ob man das auch nicht mit anderen Bereichen noch mit hinbekommen könnte. Also ob man beispielsweise die Luxusgütersteuer sich mal anguckt oder was ist denn eigentlich... Potenzielles Einkommen, keins. Nichts, okay, na ja, gut. Und was ist denn diese School Tax Credits? Das ist Ausgaben, dass wir für Steuererleichterungen geben für Menschen, die zu Privatschulen gehen. Und dann, um es rund zu machen, die Health Tax Credits würde ich mir gerne machen. Das ist. Das kostet auch gut. Genau. Schade. Gibt es im Bereich Economy noch irgendwas? Economy. Einiges. Da hatten wir einmal die Förderung unserer Ministerin. Die habe ich auch im Hinterkopf. Die wollte ich nicht vergessen. Wir hätten noch, das hatten wir auch schon mal auf dem Zettel, dass wir das Automatic Trading limitieren, aber das fördert nicht direkt, dass wir direkt Einkommen bekommen, sondern es reguliert eher den Finanzmarkt ein klein wenig. Und ansonsten haben wir hier nur noch Ausgaben. Könntest du noch mal auf die Außenpolitik gehen, auf die Foreign Policy? Mit Importzölle bringt irgendwie wenig. Also über den Hochfrequenzhandel überaus, den können wir auch gerne nochmal. Es ist nur jetzt gerade, hilft es uns irgendwie nicht. Also es hätte uns jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig viel Geld eingebracht. Ja, was wir hier noch machen können, wäre Compulsory Language Lessons. Ich dachte, die hätten wir. Also Ich vermute, dass wir die in der früheren Compulsory Version Foreign Language Classes, also verpflichtende Fremdsprachenkurse. Und wir haben hier verpflichtende Sprachkurse. Also es kann halt auch dazu führen, dass wir dann dieses Problem nicht mehr haben, dass die Menschen, die in unser Land gekommen sind, also dieses Immigrationsproblem ist gleich Arbeitslosigkeit. Ja. Vielleicht kriegen wir das damit in den Griff, dass sie tatsächlich auch in dem Arbeitsmarkt dann ankommen können. Ja, finde ich gut. Das einzige Problem, was es jetzt gibt, ist, das kostet 24 politisches Kapital und wir haben die Forderung von unserem Minister, dass wir doch bitte die Quoten für Minderheiten einführen für Firmen. Das können wir nicht gleichzeitig machen. Aber ich hätte jetzt gesagt, diese Forderung ist schön und gut, aber wir können gerade nicht auf Forderungen von Ministern gucken, weil ich irgendwie überall, wo wir eine Möglichkeit sehen, dass wir unsere Situation verbessern. Das hier ist ein riesiges Problem, das gebe ich zu, aber es tut gerade nichts an, dass wir unsere Wirtschaft an dieser Stelle stärken oder irgendwo Einnahmen generieren. Und das, was wir gerade gefunden haben, nämlich diese Geschichte, sorgt dafür, dass wir was gegen die Arbeitslosigkeit tun, hoffentlich, und dass wir unsere Bevölkerung so weit fortgebildet bekommen, dass das mit der Arbeitslosigkeit niedriger ist. Genau, und gleichzeitig kostet es uns wirklich nicht viel. Genau, dann machen wir das jetzt. Und der internationale Handel nimmt zu. Das wäre halt auch ganz schön. Genau. Und das würde ich dann auch
volles Met hochmachen. Gerne. Ja, Fredinator sagt auch gerade schon, so gefangene Schuldenfalle, ja, sind wir. Wir haben letzte Woche damit aufgehört, dass wir in die Schulden geraten sind und auch nicht so wahnsinnig viel dafür konnten. Also es gab so ein, zwei Entscheidungen, bei denen man im Nachhinein sagen könnte, okay, wir haben ein bisschen viel Geld ausgegeben. Aber die Weltwirtschaft brach zusammen, dann hatten wir die Pandemie, im Nachbarland ist Krieg ausgebrochen, was dazu führte, dass bei uns mehr Leute waren. Also wir hatten schon relativ viele Herausforderungen, die sich auf unser Bruttoinlandsprodukt und auf unseren Staat ausgewirkt haben. Und wir haben halt das Spiel hier angefangen mit voller Schwierigkeit, also maximale Schwierigkeit. Deswegen auch Deutschland auf schwer. Und da sind wir direkt eingestiegen mit 90 Milliarden Defizit. Und es ist nur schlimmer geworden. Wir haben es in den ersten paar Runden ein bisschen runtergekriegt, aber dann kam ein Ereignis nach dem anderen, sodass wir jetzt halt, wir waren eben schon über 200. Total. Also ich habe auch das Gefühl, dass sich das gerade in eine gute Richtung entwickelt. Ja. Weil unser Bruttoinlandsprodukt auch gerade wieder angestiegen ist. Ich hoffe so ein bisschen, dass diese internationalen Ereignisse nachlassen. Irgendwann hören die auch auf. Das nächste wird kommen, aber dann können wir neu reagieren. Genau. Wir haben jetzt noch hier, das habe ich noch gesehen. Public Tax Returns. Das hatten wir eingeführt, genau. Was haben wir hier? Das ist der Solidarbeitrag. Da kriegen wir immerhin auch 7 Milliarden. Was passiert hier, wenn wir den anheben eigentlich? Oh, könnten wir noch 1 Milliarde mit generieren? Weil die Reichen mögen uns eh schon nicht. Genau. Auf die mittleren Einkommen wirkt es nicht so sehr aus. Würde ich machen. Ja, ja, ja. Dann haben wir jetzt. Wir zahlen ja alle. Dann haben wir jetzt nämlich nichts mehr. Wir sind weiter in einer furchtbaren Schuldensituation in Democracy 4 Beta. Aber erstmal wurden Kanalpunkte ausgegeben für Physik. Und da will ich jetzt auf jeden Fall mal drauf eingehen. Als erstes, die erste Physik ist. Habe ich mir als Thema eine kurze Geschichte des Atommodells herausgesucht, weil es gibt viele Sachen, die so ein bisschen missverständlich sind, wie das Atommodell tatsächlich funktioniert. Aber es lohnt sich auch gerade in der Physik auf die historischen Entwicklungen mal einen Blick zu werfen. Ich mag total gerne die geschichtlichen Entwicklungen, wie sich Wissen entwickelt hat, also wie unsere Einsicht in unter anderem die Physik geschichtlich sich fortgesetzt hat. Und da ist das Atommodell ein total schönes Beispiel für. Also Atommodell, das hat im Prinzip angefangen noch vor Christus, nämlich mit Demokrit, der quasi ein Teilchenmodell postuliert hat. Und er hat gesagt, dass es halt unteilbare Teilchen gibt, Atomos. Ja, also daher kommt unser Atomwörtchen. Und der hat halt als erstes gesagt, es muss eine kleinste unteilbare Einheit von Materie geben. Dann ist eine Weile nichts passiert. Da sind wir dann schon sehr weit in die in der Geschichte reingegangen. Also Demokrit hat das mit den unteilbaren Teilchen postuliert. Er konnte das natürlich nicht wirklich demonstrieren. Aber es ging dann los mit dem Dalton-Modell. Dalton ging von kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen aus, die sich je nach Element in ihrer Masse unterscheiden. Und das war schon ein krasser Fortschritt. 1803 war das. Da waren noch nicht so wirklich viele chemische Elemente bekannt. Also da sprechen wir von ein paar Dutzend chemischen Elementen, die man kannte. Und er hat davon abstrahiert, dass es schon in irgendeiner Form eine Unterscheidung geben muss, dass es unteilbare Teilchen geben muss, also Atome, die sich in ihrer Masse unterscheiden.
Das ist schon, er hatte damit total recht. Ja, also verschiedene Elemente unterscheiden sich tatsächlich in ihrer Masse. Ist nicht der einzige Unterschied, der da ist, aber das gibt den ersten Hinweis. Und das ist über 200 Jahre her. Also das ist schon sehr, sehr spannend. In der Zwischenzeit wurde dann sehr, sehr viel in der Chemie herausgefunden. Die Physik steckte, was das angeht, noch in den Kinderschuhen. Es gab zwar große Entwicklungen, aber wir sind noch weit davon entfernt, wirklich einen Begriff von einem Atom zu haben. Es gab 1903, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ging es dann los mit der Quantenphysik und so weiter. Und 1903 wurde das Dynamidenmodell postuliert. Dabei bestehen Atome aus kleinen rotierenden elektrischen Dipolen, den Dynamiden, und aus dem leeren Raum zwischen ihnen. Das war hergeleitet von dem, was man wusste über die Elektrodynamik. Das heißt also, bewegte Ladungen sorgen dafür, dass irgendwie Magnetfelder entstehen können. Aber man steckte trotzdem auf diesem unteilbaren Atom fest, was ja erstmal, wofür es auch gute Beweise gab. Und man wollte in irgendeiner Form erklären, woher kommt es, dass manche Elemente magnetische Eigenschaften haben. Und so konnte man Ferromagnetismus, also dass Eisen und Kobalt magnetisch sind, gut erklären. Aber das war trotzdem nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann im selben Jahr 1903 kam auch das Thomson'sche Atommodell. Thomson'sche Atommodell. So rum. Das ist eins meiner Lieblingsmodelle, weil auf Englisch heißt es Plum Pudding Model. Also, ja, Plum Pudding ist, weil wir haben einfach in Deutschland und im deutschen Sprachraum gibt es so etwas wie Plum Pudding nicht. Deswegen wird es zu Deutsch Rosinenkuchenmodell übersetzt. Das heißt, es gibt einen positiven, irgendwie einen positiven Teig, in dem sitzen wie Rosinen die Elektronen. Weil Elektronen kannte man zu dem Zeitpunkt schon und man wusste, dass man sie irgendwie aus Atomen herauslösen kann. Also war das nächste Modell quasi ein positiv geladener Kuchenteig und da drin waren negativ geladene Rosinen, die Elektronen. Das war, also Kathodenstrahl, Alphastrahlen und sowas konnte man halt einigermaßen damit erklären. Aber war auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann gab es das planetarische Modell, beziehungsweise Saturnmodell nach Nagako Hantaro von 1904. Der sagte, dass das Atom besteht aus einer positiv geladenen Kugel, die von negativ geladenen Elektronen umkreist wird, allerdings in einer Ebene, analog der Saturnringe. Das heißt also nicht in alle Richtungen, sondern tatsächlich wie kleine Saturne sehen Atome aus. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch noch nicht korrekt. Dann 1910 das Haas'sche Atommodell. Und dort wurden das erste Mal Quantenbedingungen eingeführt. Also das bestimmt, dass die Elektronen einzelne Quantenzustände haben, wie Spin und Bahndrehimpuls und so weiter und so fort. Die hießen damals noch nicht so, weil wir noch nicht so ein tiefes Verständnis der Quantentheorie hatten. Das kam erst tatsächlich 1913, also drei Jahre später. Gehen wir weiter. Rutherford'sche Atommodell, das werden die meisten vielleicht schon wieder kennen. Dort wurde gesagt, dass das Atom aus einem sehr kleinen, positiv geladenen Atomkern besteht, der nahezu die gesamte Masse des Atoms enthält. Das hat Rutherford rausgefunden, indem er Goldfolie beschossen hat und festgestellt hat, dass das meiste durchgeht und nur ganz, ganz wenig gestreut wird. Also auch ein spannendes Experiment. Und dass die Elektronen halt in irgendeiner Form in einer Hülle angeordnet sind. Dann kam 1913 Bohr mit dem Bohr'schen Atommodell. Das heißt, wir haben einen positiv geladenen kleinen Atomkern und oder massetragenden Kern und die Elektronen tragen so gut wie nichts zur Masse bei, sind auf bestimmten Kreisbahnen, also wirklich in jede Raumrichtung um das Elektron angeordnet. Aber da wurde dann noch auf Kreisbahnen gedacht und Bohr hat auch schon nur diskrete Bahnen angenommen. Das heißt also, er hat gesagt, es gibt nur bestimmte Bahnen, die eingenommen werden können. Nicht jede Umlaufbahn ist erlaubt. Das
trug dann quasi der bereits gefundenen Effekt, dass man nur bestimmte Energieniveaus anregen konnte in Elektronen. Dann geht es weiter mit dem Bohr-Sommerfeld'schen Atommodell, eine Erweiterung des Bohr'schen Atommodells, in der bestimmte Ellipsenbahnen erlaubt wurden. Im Bohr'schen Atommodell hat man nur Kreisbahnen, das ist nicht korrekt. Ellipsen ist auch okay, aber das ist noch zu kurz gegriffen. Danach kam das sogenannte Schalenmodell, wo es dann halt tatsächlich um Kugelschalen geht, wo man die Chemie besser mit erklären konnte. Und schließlich und endlich kam 1928 das Orbitalmodell, wo wir dann über die verschiedenen Quantenzustände, die tatsächlich die Elektronen einnehmen können, und wo es dann auch um die verschiedenen Schalen geht. Also S, D, P, S, P, SPD, so heißen tatsächlich die ersten drei Schalen im Schalenmodell. Es hat nichts mit der politischen Partei zu tun. Und damit konnte auch sowohl sehr, sehr viel Chemie erklärt werden, als auch das Verhalten von ganz, ganz vielen Atomen. Und nach dem Orbitalmodell kommt das Kugelwolkenmodell. Ist auch eine Erweiterung quasi des Schalenmodells. Und schließlich im selben Jahr, 1928, da ging es Schlag auf Schlag. Da war Schrödinger, Fermi und so diese ganzen großen Namen beschäftigt. Also Thomas-Fermi-Modell ist eine Näherung, mit der man dann auch mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung tatsächlich auch das Wasserstoffatom exakt lösen kann. Also tatsächlich, man benutzt die komplette Quantenmechanik, aber sobald es höher geht, also das Heliumatom kann man schon damit nicht mehr genau beschreiben. Man kann das Lithiumatom, also das drittschwerste Element im Periodensystem, damit näherungsweise beschreiben. Aber im Prinzip sind wir an dieser Stelle. Also das Atommodell wurde noch weiter verbessert. Die Quantenmechanik gibt noch einen genaueren Einblick, wie das alles genau zu tun hat. Aber im Prinzip kann man mit dem Thomas-Fermi-Modell das Atom ausreichend genau beschreiben, weil an irgendeiner Stelle muss man sagen, wenn man sehr tief in das Atom reingeht, dann braucht man kein Modell mehr für das Atom, sondern braucht Modelle für, was ist eigentlich der Kern, weil die Kerndynamiken anfangen in der Physik eine Rolle zu spielen. Das war jetzt ein wilder Ritt durch die verschiedenen Atommodelle und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde da sehr, sehr viel gemacht. Und ich hoffe, das gibt einen interessanten Eindruck. Also ich besonders Rosinenkuchenmodell nach Thomson von 1903 ist so etwas, was bei mir auch irgendwie hängen geblieben ist, weil ich diese Vorstellung so schön finde. Hat in gewissen Weise tatsächlich die Fähigkeit, dass man physikalische Sachen damit ausrechnen kann, aber war halt nicht ganz korrekt. Und dann habe ich noch eine zweite Physik offen und da habe ich mir vorgenommen, ich erzähle etwas über etwas, was man kaum in der Schule bekommt und auch erst im Physikstudium sehr spät. Es ist aber ein total interessanter Effekt, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Aber es geht dann schon in einen Teilbereich der Physik rein und das sind die Phononen. Ein Phonon ist eine elementare Anregung des elastischen Feldes. Das elastische Feld ist ein Begriff aus der Festkörperphysik, wo wir uns die ganze Zeit Kristalle angucken. Festkörperphysik, nur so als Anekdote, heißt normalerweise, der Fachbereich in der Physik heißt Festkörper- und Oberflächenphysik. Wobei die meisten Leute, die diesen Bereich betreiben, sagen dann immer, Festkörperphysik ist hat Gott gemacht und Oberflächenphysik der Teufel. Weil an der Oberfläche passieren spannende Dinge, aber es ist auch furchtbar zu rechnen, weil an der Oberfläche Grenzeffekte eine Rolle spielen. Und der Festkörper ist sehr, sehr einfach zu rechnen und zu verstehen. Im Festkörper können Phononen entstehen. Das sind Gitterschwingungen. Also im Festkörperphysik gucken wir uns meistens Kristalle an. Und da sind Atome halt regelmäßig angeordnet, wie zum Beispiel bei Kochsalz, da ist es Natrium und Chlor, die zusammen ein regelmäßiges festes Gitter bilden, aber auch in den ganzen Metallen, Eisen, Kupfer, Zink und so weiter und so fort, bilden dann jeweils die Metallatome ein regelmäßiges Gitter. Und in solchen regelmäßigen Gitter gibt es quasi
eine Möglichkeit, dass dieses Gitter anfangen kann zu schwingen. Und das kann man ausdrücken in einem Quasi-Teilchen, also in einem gedachten virtuellen Teilchen, in einem Phonon. Tatsächlich kann sich eine Gitterschwingung durch das ganze Gitter fortsetzen, mit einer bestimmten Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Aber diese Sachen, weil wir von einzelnen Atomen sprechen, sind auch quantifiziert. Das heißt, man kann es nicht nur als Schallwelle beschreiben, sondern auch als Teilchen. Und dieses Teilchen ist ein Phonon, das sich nur in einem regelmäßig angeordneten Gitter fortsetzen kann. Diese Phononen haben wahnsinnig viele Eigenschaften. Man kann damit auch abgefahrene Physik machen. Also man kann, Phononen sind zum Beispiel die Basis für die Atomkraftmikroskopie, wo man mit einer dünnen Spitze, die nur aus einem Atom besteht, anfängt, eine Oberfläche abzurastern. Und damit ist man zum Beispiel in der Lage, wenn er schon mal Bilder von irgendwelchen Prozessoren oder den Mikrostrukturen auf einem Prozessor von einem einzelnen Transistor oder sowas gesehen habt, dann ist es entweder Elektronenmikroskopie, die diese Bilder gemacht hat, oder Atomic Force Microscopy heißt es auf Englisch, Atomkraftmikroskopie auf Deutsch. Und da wird tatsächlich auf die Oberfläche mit einer Spitze, die nur ein Atom dünn ist, draufgetippt. Und dort spielen auch Phononen sowohl in diesem Cantilever, also in dieser Sonde, die auf die Oberfläche tippt, als auch in dem Material selbst eine wichtige Rolle, weil man über diese Phononen dann tatsächlich feststellen kann, gab es einen Kontakt oder nicht. Weil ob ein Atom auf einer Oberfläche wirklich einen Kontakt macht, ist nicht trivial, sondern bedarf großer quantenmechanischer Rechnungen. Und dort spielen auch die Quasiteilchen, die Phononen der Gitterschwingungen eines Festkörpers eine große Rolle. Es gibt jetzt nicht wirklich eine großtechnische Anwendung, die euch in jedem im alltäglichen Leben mit Phononen in irgendeiner Form interagieren lässt. Aber dass es solcher Gitterschwingungen gibt und dass es so ein wichtiges Quasiteilchen ist tatsächlich in der Physik, dachte ich, wäre ganz interessant und deswegen wollte ich das kurz erzählen. Und damit ist diese Physik auch erledigt. Das waren die Phononen. Dann, Romy, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Physikgequatsche gemacht. Es wurde gefordert. Dann machen wir jetzt nächste Runde. Total schön. Ich mochte das. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch über ein, zwei andere Sachen nachgedacht und über ein paar Begriffe. Und auch schön dein Zeitverlauf, wie sich dieses Atommodell verändert hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und habe dann überlegt, wie hat sich das dann eigentlich ausgewirkt, wenn man in der Wissenschaft solche Quantensprünge hat, wie Friede Nathur sie bezeichnet hat. Wie wirkt sich das dann auf Technologie aus und auf Politik oder vorher noch auf Gesellschaft und so Step by Step und wie spannend das eigentlich? Und ich musste auch gerade mich nochmal zurückerinnern an letzte Woche, als du vom Noether-Theorem von Emmy Noether gesprochen hast. Und dann habe ich auch überlegt, warte mal, wann war das eigentlich? Wann hat die Frau studiert und hätte sie zu dem Zeitpunkt in der Schweiz schon wählen dürfen? So, und das waren gerade noch so ein, zwei Parallelgedanken, die aber mir nicht kommen. Aber das kann ich mal gerade, das interessiert mich jetzt auch tatsächlich. Wann war denn das? Hast du das nachgeguckt oder soll ich mal gerade gucken? Nee, das schoss mir tatsächlich gerade eben erst durch den Kopf, durch diesen Zeitverlauf. Und weil ich den Zettel von letzter Woche gerade noch so im Augenwinkel sehe, wo unten Emmy Noether und das Noether-Theorem stehen. Emmy Noether, geboren am 23. März 1882 in Erlangen, gestorben 14. April 1935 in Brünn-Mahr in Pennsylvania. Mhm. Also das heißt, sie durfte in der Schweiz noch nicht wählen. In der Schweiz, da hätte man, glaube ich, bis 1976 warten müssen, bis man als Frau da wählen durfte. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob sie überhaupt an einer deutschen Universität hätte studieren können. Also ich glaube, die Schweiz hat damit schon wieder ein bisschen eher angefangen. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht genau. Also das müsste eigentlich genau in so einer Grenzzeit sein, wo es nicht allgemein üblich war, als Frauen studiert haben. Also bis es allgemein üblich wurde, reden wir vielleicht noch ein paar Jahrzehnte drauf. Sie 1903 holte sie in Nürnberg ihre externe Abiturprüfung am Königlichen Realgymnasium, dem heutigen Wildstädter Gymnasium, nach. Und 1903 wurden Frauen erstmals in bayerischen Universitäten zum Studium zugelassen.
Das ermöglichte Emmy Noether auch die Immatrikulation an der Universität Erlangen. Das heißt, sie war in der Generation der ersten Frauen, die in Bayern studieren durften. Gott sei Dank. Faszinierend, genau. Es ist total faszinierend, auch diesen Weg wahrscheinlich irgendwie von einer wie auch immer gearteten Ausbildung, dann überhaupt das Abitur ablegen zu können, dann einen Studienplatz zu bekommen, dann eine der ersten und wahrscheinlich einzigen zu sein in ihrem Studiengang. Das ist schon faszinierend, finde ich. Und das ist noch nicht so lange her, ne? Das ist, man vergisst das so leicht. Ja, und Gesellschaft dauert, bis sie sich verändert. Also Sachen, die halt vor Dinge, die vor 20, 30 Jahren noch verboten waren, sind halt jetzt inzwischen total normal. Und ich glaube, das sollte man immer mal wieder im Hinterkopf haben, gerade wenn man solche emotionalen politischen Debatten führt über Leitkultur oder Freiheitsrechte oder wie auch immer. Tja. Ja. Alles immer noch frisch. Ja. Das stimmt. So, jetzt machen wir nächste Runde. Wir haben null politisches Kapital und wir gucken mal, was unser Defizit macht. Und ich hätte einen Vorschlag in der nächsten Runde. Wir haben eine Errungenschaft. Yay. Healthy Living. Okay. Ich hoffe, das wird mir jetzt gleich hier noch angezeigt. Oder, also das war jetzt hier gerade eine Steam-Notification. Wir haben erstmal News-Headline. Das ist Wilhelm, der ein Problem mit unseren Abgaswerten hat und seine Oldtimer nicht verkauft kriegt, aber die fassen wir nicht an, Wilhelm. Und wir haben ein Dilemma über Giftmüll, eine Giftmülldeponie. Es gab einen Vorschlag, dass eine große Giftmülldeponie in unserem Land eingerichtet werden soll. Diese Anlage wäre sehr groß, schafft potenziell sehr viele Jobs während ihrer Konstruktion, aber da sind einige Sorgen darum, dass es Umweltauswirkungen hat. Und dann können wir entweder erlauben oder das verbieten. Und meine Überzeugung wäre, an der Stelle zu sagen, wir machen unsere Politik und haben strenge Regularien und würde sagen, an dieser Stelle würde ich diese Giftmülldeponie erlauben, weil wir dann gut kontrollieren können, dass dort kein Blödsinn getrieben wird und diese Sachen auch sicher eingelagert sind. Und gleichzeitig schaffen wir so Jobs. Wenn wir es einem anderen Land überlassen würden, könnten wir nicht so sicher sein, dass sie unsere hohen Standards auch hätten, wäre meine Argumentation. Ich bin ganz bei dir, der Müll ist ja immer da. Also was soll man dann damit machen? Im Meer versenken wissen wir jetzt nicht, ist nicht unbedingt die nachhaltigste Lösung. Insofern, wenn sich irgendwer um seinen Müll kümmern muss, dann sollten wir das sein und bin da ganz bei dir. Gut. Ja, die Umweltschützer finden es wirklich nicht toll, aber ganz im Ernst. Tja. Also wenn sie dieser Argumentation nicht folgen können, naja, wir sind wieder in der Problem, dass wir bei diesem Dilemmata schwarz-weiß haben und unsere Argumentationen vom Spiel leider nicht gehört werden. Aber ich glaube auch, dass es noch sehr lange dauert, bis man mit einem Spiel tatsächlich sprechen kann und komplexe Argumentationen versteht. Habe fast ein wenig Angst davor, falls es jemals so weit sein sollte. Belana hat gerade noch mal kurz auf den Autoverkäufer auf Wilhelm geschaut im Chat und hat gesagt, der Wilhelm hat Angst. Ja, Wilhelm hat sicherlich Angst, weil wir gefühlt machen wir ihm gerade sein Geschäft kaputt. Die Frage wäre jetzt allerdings, wo wir doch so eine hohe CO2-Steuer haben, die ja unsere Emissionen sowieso runterfährt, ob wir an der Stelle nicht sogar was tun können, damit der Wilhelm weniger Angst. Oder ob wir sagen, wir haben uns schon was dabei gedacht. Es kostet halt auch nicht viel, von daher. Es kostet 7, um die Emissionslimits abzuschaffen. Ich so wahnsinnig groß, bis auf die Veränderung hin zu den Elektroautos. Genau. Aber es kostet halt auch nicht viel. Das sind jetzt irgendwie 38 Millionen. Das ist genau. Die Frage, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen.
Denke ich auch nicht. Aber ja, Angst ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor in sowas. Ah, da ist es, das Achievement. Healthy Living, gesundes Leben. Hey, fühlst du dich gut? Ich auch. Ist das Leben nicht fantastisch? Aber ich denke, das ist der gesunde Lebensstil, den wir alle zurzeit führen. Teilweise dank der Regierungsbesessenheit, sich um die Gesundheit seines Volkes zu kümmern. Na schön. Vielen Dank. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Ja. Ich glaube, es gibt andere Staaten, die sich gerade sehr freuen würden, wenn sich die Regierung um den Gesundheitszustand der Bevölkerung. Ja, unser Defizit ist wieder ein klein wenig hochgegangen. Unser Bruttoinlandsprodukt stagniert, obwohl die Weltwirtschaft runtergeht. Ja, aber es stagniert und es sinkt nicht weiter. Das, das stimmt. Unsere, ja, alles gut. Also die Weltwirtschaft geht runter und wir bleiben momentan noch gleich. Das finde ich ganz gut. Ja. Die nicht kompetitive Wirtschaft steigt wieder ein klein wenig an. Na toll. Und unsere Emergency Powers, ja, sind natürlich hoch. Aber das sind auch unsere, also unser einziges Problem, aber es ist ein massives hier. Das Geld. Ja. Definitiv. Ja, und im Chat steht gerade, nee, das ist das dritte Achievement, was wir haben. Wir können mal kurz drauf gucken. Nein, falsch. Hier. Wir haben drei Achievements. Shufflemeister haben wir irgendwann sehr, sehr früh mal bekommen. Und Subsidy Sam, dass wir sehr viel Sachen unterstützen. Die anderen habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Es ist ab und zu schön, wir gucken gar nicht, welche Achievements wir wie haben, weil das könnten wir vielleicht auch irgendwann mal machen, aber wir haben uns hier die höchste Schwierigkeit einfach mal vorgeknöpft. Und das ist Herausforderung genug. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.